Das war sicher der schönste Moment in meiner Karriere. War sicher das Länderspiel Schweiz-Sowjetunion in Bern, im Wankdorf. Aber in der letzten Minute die uns gleich gegen eine Riesenmannschaft, eine Weltmannschaft. Das war für mich sicher der schönste Moment, den ja, ich in Erinnerung behalte. Der schlimmste Moment war, glaube ich, der Tod von unserem grossen Trainer, den wir da zum Datenmal hatten, von Hennes Weissweiler, der kurz nachdem wir das Double gemacht haben, Cup-Sieger war, Meister war, drei Wochen später an einem Herzinfarkt gestorben ist. Das war sicher der schlimmste Moment in meiner Karriere. Für mich persönlich, für die Mannschaft und für den ganzen Verein. Die Mannschaft, die mich geprägt hat, war sicher Grasshopper Club Zürich, weil ich das war meine zweite Mannschaft. Da konnte ich die größten Erfolge auf Iro. Ich bin Meister geworden, Cup-Sieger geworden, x-mal. Und auch dank dem Grasshopper Club Zürich bin ich auch in die Nationalmannschaft gekommen. Meine beste Erinnerung ist sicher das Goal, das ich geschossen habe während einer Tournee, die wir gemacht haben mit dem Paul Wolfisberg, Afrika-Tournee gegen Zimbabwe. Zu der Zeit, das hat immer geheißen, ich sei nicht fähig, mal ein Goal zu schießen mit dem Füß. Ich mache das nur mit dem Kopf. Aber an dem Tag habe ich das Goal geschossen mit dem Füß. Und das ist sicher eine gute Erinnerung. Schlimmste Erfahrung, also das ist jetzt relativ schwierig. Also im Moment kommt mir nichts in den Sinn. Und ich könnte erzählen. Ich glaube, mir ist sicher nicht alles gelungen, aber ich habe sicher schlechte Erfahrungen gemacht. Aber jetzt im Moment kommt mir nichts so in den Sinn. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Das sind die HÜFO, verdienen die HÜFO. Ich hoffe nur, dass die Leute, die das entscheiden oder wählen, das objektiv wählen. Dass nicht nur die Popularität, sondern auch der Erfolg hat, Gewicht. Und ich glaube, das kann ich nicht entscheiden. Aber der Preis haben sicher viele Spieler verdient. Also im Moment ist sicher Eddie Nilsson, der im Moment eine grosse Karriere vor sich hat, oder? Der drauf und dran ist, ein grosser Spieler zu werden. Im Moment ist er also begehrt von mehreren Clubs in Europa und er ist, glaube ich, drauf und dran, wirklich seinen Weg zu machen. Und im Moment ist er sicher einer Walliser Spieler, der im Moment best unterwegs ist.